Vor dem 1. Mai 2000, wa? Da war ich noch beim Straßenfeger. Und wir hatten eine eigene Obdachlosen-Maifeier. Und dann habe ich gedacht, Mensch, machst du auch hier? Ich kannte ja historische... Nee, ist doch weg. Wa? Hallo. Also, ich bin aufgewachsen in Fredersdorf bei Berlin. Und... ja, bin ich umgeschult worden. Also, weil ich hatte ja glücklicherweise noch so eine Knochenkrankheit. Multiple Exzistosen. Aber sieht man noch hier, die Hand ist da ein bisschen kleiner geblieben. Und in diese Körperbehindertenschule Berlin-Lichtenberg. Dr. Georg Benjamin. Ich sage immer, ich war interniert. In der DDR. Ist ein bisschen zynisch, weil ich hatte wirklich eine sehr schöne Zeit da. Also ich habe ja später dann die Behindertenzeitung Mondkalb mitgegründet, Zeitschrift für organisierte Gebrechen. Und habe dann auch mit einem Matthias Vernaldi zusammen später im Freien Radio eine Sendung gehabt, die ist Krüppel aus dem Sack. Und mein damaliger Verlag, die Zürcher Krise, die haben mir gesagt, ja, wir haben hier ABM-Stellen und Christe, was dann aber nicht war, weil die anderen Künstler haben sie aufgeregt. Der Krampitz hatte immer Depression. Ja. Also, jedenfalls bin ich da raus. So war das, dann hatte ich gar nichts. Ja, also mit den ABM-Stellen hat auch nicht geklappt, weil die ganzen Comiczeichner rebelliert haben. Ich kann das doch verstehen, also wenn ich einen guten Tag habe und die kommen in einem Raum, da fangen die Blumen an zu welken. Ne? Also, das ist so eine Gabe und da müssen die Angst vor gehabt haben. Ich habe das heute unter Kontrolle, damals nicht so. Und in der Situation, dann, das war 93, 94, was machst du jetzt? Und da habe ich dann beschlossen, nochmal einen Anlauf zu nehmen, Abitur nachzumachen. Also mir diesen Wunsch zu erfüllen. Und das hat ja dann 3,5 Jahre gedauert, bis du das Abitur hattest. So mit Vorkurs und so. Und nebenbei hatte ich immer noch eine Wärmestube, um die ich mich gekümmert habe. In der Obdachlosenarbeit war ich aktiv. Also erst habe ich die Mods mitgegründet. Oder erst war ich bei Mob hat es Mods, das stimmt. Straßenfeger, das ist ein ganz dunkles Kapitel in meinem Leben. Da, und da habe ich aber mir ganz viel dann auch selber beigebracht. So Interview, mehr schlecht als recht. Also für mich war diese Zeitung, das war ein Instrument, damit können wir die Gedanken der Menschen verändern und damit verändere ich auch die Welt. Also viel mehr als irgendwie auf den öffentlichen Diskurs einzuwirken. Kannst du nicht mehr schaffen. Ist nicht. Also, dass wir hier nicht die große Obdachlosenbewegung hinkriegen. Das war klar, obwohl wir wirklich gute Aktionen gemacht haben. Also, wir haben zweimal das Hotel, also einmal das Adlon besetzt, einmal das Kempinski und so. Da waren wir richtig gut am Ende. Aber dann hat sich da auch so eine Gruppe durchgesetzt, für die das eben zuallererst eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme war. Und da habe ich dann um das Jahr 2000 herum, nee, 2000, im Sommer 2000 aufgehört beim Straßenfeger. Obwohl eben war, ich habe es gerne gemacht. Und wir hatten eben auch eine Wirkung erzielt. Da war das noch ein emanzipatorisches Projekt, halbwegs. Also nicht so eine Drückerkolonne. Ne? Und dann bin direkt zu den Berliner Seiten von der FAZ. Mehrere Monate, aber dann sind die Berliner Seiten abgeschafft worden. Also das Jahr für mich war das, die Berliner Seiten FAZ, da ist später auch kein journalistisches Projekt rangekommen, fand ich, aber hat eben nicht den Umsatz gebracht. Ich habe an der Uni, war ich dann in einem Seminar von so einem Literaturagenten und zack, bin ich auch schon das erste größere Manuskript losgeworden bei Gutstein. War ziemlich gut bezahlt.
von dem Geld konnte ich dann irgendwie zu Ende studieren. Und ich habe aus dieser Magisterarbeit, habe ich dann eine Novelle gemacht. Da war das noch sehr literarisch, diesen Stoff, den ich da verarbeitet hatte. Damit war ich dann auch beim Bachmann-Wettbewerb. Also als ich mich darauf beworben habe, auf dieses Stipendium, ich war ja schon mal abgelehnt. Und wie ich dann erfahren habe, dass ich ja mindestens 2 Jahre, wenn ich gar 3 Jahre sicher bin, safe bin, das war eine tolle Nachricht. Also das war, oh, das waren ja so, das waren Glückshormone, waren das. Ich habe mir gedacht, ey, oh, ist ja irre. Also ich habe, weil ich hatte ja auch schon so ein bestimmtes Alter überschritten. Ne? Ich war schon 40. Also ich hätte auch so die Doktorarbeit gemacht, aber die wäre nicht so gut geworden. Und die wäre vielleicht auch, vielleicht wären die ganzen anderen Sachen, die ich nicht machen können. Vor dem Stipendium, wo der Vertrauensdozent gesagt hat, du weißt ja was, die glauben, dass du von unserem Stipendium deine Bücher schreiben willst. Sag ich, nee, ach, wie kommt ihr da auf? Aber ich habe dann Wasserstand Tauchtiefe halt gemacht. Dieses Buch im Nachhinein geschrieben, noch über Klagenfurt. Dann habe ich mich um Kaltland gekümmert. Ja, meine Doktorarbeit sowieso. Und in diesem Album, da gab es dann eine Hitsingle, die ich ausgekoppelt habe. Das ist auch noch davon entstanden, vom Stipendium. Ja, ohne dieses Promotionsstipendium, glaube ich, hätten wir am Ende, hätte wahrscheinlich nur das hier gegeben. Und ich hätte das irgendwann fertig gehabt, gequält. Aber ja. Also und hier hat der Idiot Erich Mielke den Polizisten umgebracht. Ja. Schlagen. Also das ist, Mord ist Mord. Ja. Aber das auch noch in der Nähe vom KL-Haus zu tun. Ja. Ach Mann. Ja. Hier war irgendwas, was sie abgeräumt haben. Aber. Jetzt gerade läuft gut. Wir haben dieses Radioprojekt zum Pogrom im Scheunenviertel 1923. Am 5. und 6. November. Kommt auch als Buch im Verbrecherverlag. Dann mache ich die bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wo ich mich um die Geschichte von Johannes Holm kümmere. Das ist der Uropa von André Holm, also KPD-Gründer und Verleger, Widerstandskämpfer im KZ Sachsenhausen. Und dann auch später zu DDR-Zeiten im Gefängnis. Wegen lächerlicher 300 Mark West. Na, wir haben ja das, zur DDR-Geschichte gab es ja immer zwei wesentliche Diskurse. Die einen erzählen die DDR von ihrem Ende her, ja, mit Schwerpunkt Repression im SED-Staat und von ihrem Untergang. Und die anderen haben die DDR vom Anfang erzählt, von ihrer Gründung her. Wo es da in dieser Sichtweise war, die DDR da wenigstens ein ehrlicher Versuch aufrechter Antifaschisten. Und ja, bin den Mittelweg gegangen. Also, dass ich die DDR aus sich heraus erzählt habe, ohne sie zu verklären und ohne sie zu dämonisieren. Also, mir Geschichte wurde ja schon immer errungen. Das ist so.
Wer die Deutungshoheit über die Geschichte hat, der hat Zugriff auf das kollektive Bewusstsein, der kann das steuern. Und deshalb wird um Geschichte gerungen, gekämpft. Und ist das eine. Und als Historiker aber ist es nicht meine Aufgabe, die Menschen mit der Geschichte zu versöhnen. Ja? Sondern als Historiker sorge ich für Unfrieden. Das ist mein Job.